schlimmsten Dingen, die man sich vorstellen kann. Dank verbesserter Therapien sind die Chancen, geheilt zu werden, in den letzten Jahrzehnten jedoch stark gestiegen. Die Heilungsrate liegt heute bei fast 80%. Je mehr Menschen überleben, desto bedeutender wird die Nachsorge. Denn 2/3 der Überlebenden haben mit gesundheitlichen Spätfolgen zu kämpfen. Zwischen Leben und Tod geschwebt zu sein, das wird in der ersten Zeit nach der Spitalsentlassung noch verdrängt. Doch Jahre später kann es zu psychischen Problemen kommen. Vor 10 Jahren haben sich junge Menschen, die den Krebs überlebt haben, als Survivors unter dem Dach der österreichischen Kinderkrebshilfe zusammengeschlossen. Der internationale Kinderkrebstag, der morgen begangen wird, steht in Österreich heuer ganz im Zeichen der Survivors. Den Krebs überlebt. Und jetzt hören Sie eine Reportage von Isabel Engels. Da gibt es halt Aufenthaltsräumlichkeiten, Spielzimmer. Das ist etwas, was uns sehr wichtig ist, dass auch während der Betreuung der Alltag ein bisschen weitergeht und die Kinder, wenn sie einmal länger im Spital sein müssen, mit ihrer Zeit was Sinnvolles anfangen, nicht nur die Wände anstarren oder den Fernseher, was sie natürlich auch haben, alle im Zimmer, aber sie haben Maltherapie, Musiktherapie, die Schulbetreuung, das ist alles intensiv organisiert. Wir haben junge Leute, die hier maturiert haben. Oberarzt Michael Dvorak führt durch die onkologische Station 2b des St. Anna Kinderspitals in Wien. An den Wänden hängen viele Fotos. Sie zeigen blasse Kinder mit kahlen Köpfen, im Krankenbett liegend. Und dieselben Kinder lachend, wieder mit Haaren, zu Hause oder am Spielplatz. Das sind alles Bilder von Kindern, die sich freuen, dass es ihnen wieder gut geht. Und die uns dann Danke sagen, das haben wir eigentlich als freudige Stimulation bei uns an der Wand. Die Interviewpartner und Partnerinnen haben sich beim Schwesternstützpunkt eingefunden. Ein jugendlicher Krebspatient mit mobilem Infusionsständer und die Mutter des jungen Mannes. Und dann kommt noch eine junge Frau hinzu, eine ehemalige Patientin der Station. Oh, die Carina. Ist verkühlt, genau. Hallo, hallo Carina. Carina Schneider trägt einen Mundschutz, weil sie etwas erkältet ist und die Patienten nicht anstecken möchte. Ihre Krankengeschichte beginnt im Alter von 17 Jahren. Gemerkt habe ich das schon im August 2004, im Sommer. Ich habe halt so um mein Schienbein gestrichen und habe gemerkt, ich habe da so eine kleine Beule. Vom Hausarzt als harmlos beurteilt, kümmerte sie sich nicht weiter darum. Bis es dann ein Dreivierteljahr später ein einziges Mal über Nacht so wahnsinnig zu Schmerzen begonnen hat. Also das war wirklich so wie durch, ja, Mark und Bein, einfach dieser Schmerz, das war ein Wahnsinn. Ja, dann bin ich gleich zum Röntgen geschickt worden und dann ins AKH und die haben das dann biopsiert und da war das dann dann relativ bald klar. Die schmerzende Beule war ein Knochenkrebs. Von einem Tag auf den anderen wurde Carina aus ihrem gewohnten Leben gerissen, erinnert sich die heute 25-Jährige. Die Ärztin, die mich da aufgenommen hat, hat gesagt, ja, und jetzt machst du halt Chemotherapie und dann im nächsten Semester kannst du dann schon wieder in die Schule gehen. So, und ich bin da gesessen und habe mir gedacht, Moment, dann erst im nächsten Semester kann ich wieder in die Schule gehen, also mal so das zu begreifen. Das war für mich echt ein Wahnsinn, weil ich halt irrsinnig gerne in die Schule gegangen bin und meine Klassenkameraden so gern mochte und da recht engagiert war. Das nächste Dreivierteljahr verbrachte die Schülerin großteils im St. Anna Kinderkrankenhaus. Sie lebte von einer Operation und einer Chemotherapie zur nächsten. Das einzige Ziel, den Tumor loszuwerden und die Schule mit ihren Klassenkameraden abzuschließen. Ich persönlich habe nicht wirklich darüber nachgedacht, dass ich sterben könnte. Ich wusste halt eben mit meinen Beinen, es war sehr wenig belastbar und also dass das halt eine Folge sein würde, die mich mein Leben lang begleiten wird, das war mir bald dann eigentlich klar. 2006 wurde Carina Schneider aus der intensivmedizinischen Betreuung entlassen. Sie gilt als geheilt, da sie keinen Rückfall mehr erlitten hat. Die Matura machte sie mit ihrer Klasse und sie kann heute besser gehen, als sie sich das erhofft hatte. Michael Dvorak, der auch in der St. Anna Kinderkrebsforschung engagiert ist, erklärt, dass Kinder andere typische Krebsarten als Erwachsene haben. Kinder haben keine Krebsarten, die durch Lifestyle erklärbar sind, wie Rauchen und ähnliche Einflüsse. Kinder haben Krebserkrankungen aufgrund des beim Kind typischen überstürzten Wachstums, das jedes Kind durchläuft. Und diese ganz fulminante Wachstum der Zellen und die Vermehrung der Zellen wird bei jedem dazu führen, dass einzelne Zellen Fehler in Zellteilungen durchführen. Bei vielen Menschen ist angelegt, was glücklicherweise nur bei wenigen zu einem Tumor wird. Und wir haben eben typischerweise
bei Kindern in jenen Geweben, die am stärksten wachsen und sich vermehren. Und das ist das Blut. Daher Leukämie, Blutkrebs, Lymphknotenkrebs, Lymphdrüsenkrebs und andererseits gerade Gewebe wie zum Beispiel Knochengewebe. Bei Kindern ein typischer Krebs. Sona Saikin ist ein großer und schlanker junger Mann mit kurzer Stoppelfrisur und dunklen Augen. Er hat seinen 16. Geburtstag im Krankenhaus verbracht. Er erzählt, wie alles angefangen hat. Mein Hals war so in der gleichen Höhe wie mein Kopf halt. Der war so dick. Ich habe blaue Flecken am ganzen Körper gehabt, mein Gesicht war angeschwollen. Das ist immer schlimmer geworden. Es war keine Lungenentzündung und auch nicht die Mandeln, wie der Hausarzt vermutet hatte, sondern Lymphknotenkrebs. Der Herr Dorschalk hat mich gleich aufgenommen am Abend da in der Intensivstation und hat sich alle Befunde angeschaut und dann hat er es halt gesagt, das ist Lymphknotenkrebs. Das war mein größter Schock. So was den Eltern zu sagen, ihr Kind hat Krebs. Jetzt weiß ich, was Krebs heißt. Aber früher dachte ich immer Krebs, aha, mein Kind muss sterben. Sonas Mutter, Sibel Saikin, ist immer bei ihrem Sohn, ob im Spital oder zu Hause. Der erste Block Chemo sei eine Katastrophe gewesen, erzählt sie. Ihr Sohn nahm so rapide ab, dass er nicht mehr alleine aufstehen konnte. Er hat vor uns nie geweint, wir haben vor ihm nicht geweint. Das haben wir nie gemacht. Wenn ich alleine war, ist es doch rausgekommen. Ich meine, und ich weiß, dass er auch sehr oft geweint hat. Aber es ist auch gut, wenn er weint, finde ich. Mein Papa ist arbeiten halt. Der hat immer viel zum Arbeiten. Und die Mama ist immer bei mir. Sie kann ja nicht arbeiten wegen der Krankheit, deswegen meiner. Alleine hätte ich das nicht geschafft. Der Teenager sei durch die Krankheit wieder zum Kind geworden, sagt die Mutter. Andererseits sei er gereift. Früher, wenn es geheißen hat, zum Beispiel, er hat ein krankes Kind gesehen, ja, was ein Junge mit 16 Jahren sagt, na, krank, na. Mich betrifft es eh nicht. Aber jetzt fragt er nach, Mama, schau, das arme Kind und so. Er zeigt Gefühle auch. Die derzeitige Chemo verträgt Sona gut und es schaut ganz danach aus, dass er bald vom Krebs geheilt ist. Konnte ein krebskrankes Kind in den 1970ern nur zu 20-30% mit einer Heilung rechnen, sind es heute durchschnittlich 70-80%. Die Heilungsraten haben sich also umgedreht. Als geheilt gilt gemeinhin, wer bis zu 5 Jahre nach Abschluss der intensivmedizinischen Behandlung keinen Rückfall erleidet. Eine funktionierende Nachsorge und dementsprechende Forschung werden immer wichtiger, betont Michael Dvorschak. Weil aufgrund der steigenden Heilungsraten werden immer mehr Lebende in unserer Gesellschaft sein und wir gehen heute davon aus, dass jeder 400. Europäer, der im Erwachsenenalter steht, ein Überlebender nach Krebs im Kindes- und Jugendalter ist. Die Therapieformen, die angewendet werden, sind bewährt und haben sich nicht sehr verändert. Aber sie werden individueller und zielgerichteter aufeinander abgestimmt. So können Spätfolgen vermieden oder abgemildert werden. Dennoch, Krebs ist eine sehr schwere Erkrankung, die Spuren hinterlässt. Vor allem durch den Tumor selbst, aber auch durch die Therapie, die oft sehr invasiv ist bzw. sein muss. Wir sehen gerade bei Hirntumorpatienten zum Teil natürlich erhebliche Folgeerscheinungen. Aber was ich absolut verneinen muss, ist, dass es Folgeerscheinungen der Therapie an sich sind, sondern es sind in vielerlei Hinsicht Folgeerscheinungen der bösartigen Geschwulst und die durch die therapeutischen Maßnahmen überhaupt zum Stillstand und zur Chance, diese Erkrankung zu stoppen und in weiterer Folge auszuheilen, gekommen ist. Als erhebliche Folgeerscheinungen gelten zum Beispiel auch schwere orthopädische Operationen, bei denen Gelenks- und Knochenersatzteile eingepflanzt werden. Also man muss sich vorstellen, wie Terminator, der von der Hüfte weg übers Kniegelenk statt dem Knochen ein Metallknie hat. Alle Muskeln, alle Sehnen, alles Fleisch ist meins. Von außen sieht man nur eine lange Narbe, aber sonst der Knochen ist quasi als Metall ersetzt. Bernd Ahrens war erst 10, als bei ihm Knochenkrebs diagnostiziert wurde. Heute ist er 37 Jahre und damit ein sogenannter Langzeitüberlebender. Den Traum vom Profisportler musste er aufgeben, aber er stehe mit beiden Beinen im Leben und es gehe ihm sehr gut, sagt der Werbefachmann. Und ich hatte auch die große Ehre, einen kurzen Gastauftritt zu haben mit Kofi Annan und Professor Kotz, um einfach mal auch den Dank auszudrücken, was die Orthopädie geleistet hat, im speziellen Fall dann auch für mich.
weil ich bin einer der Ersten, der diese Prothese bekommen hat. An seine Zeit im Krankenhaus erinnert er sich kaum, sehr wohl aber an die unmittelbare Zeit danach. Es gab sicherlich die Phase, nachdem man Everybody's Darling war, Anführungszeichen, im Spital umsorgt, die Familie, die Verwandtschaft, alle waren fokussiert auf die Person. Und auf einmal hat man den Status, gesund zu sein. Und diese Anerkennung, diese Aufmerksamkeit wird entzogen. Man ist ja gesund. Sondern da hat man versucht, diese Anerkennung von außen irgendwo anders zu bekommen. Zum Beispiel im Sport. Er führte alles aus, von dem die Ärzte abrieten. Später dann im Beruf. Bernd Ahrens hat nie viel über seine Krebserkrankung oder die Prothese in seinem Bein gesprochen. Und es lag ihm fern, sein Recht auf einen Behindertenausweis in Anspruch zu nehmen. Ich habe das nie offensiv breitgetreten oder mich irgendwie damit profiliert oder irgendwie versucht, Dinge herauszunehmen, die für mich besser sind. Das war für mich kein Thema. Sabine Karner erkrankte mit 16 an einem Knochentumor und konnte nach einem Jahr im Krankenhaus endlich wieder in ihre Klasse zurückkehren. Auch sie wollte keine Sonderbehandlung, sondern wollte schnell wieder alles mitmachen. Weil natürlich der starke Drang ja da ist, dass man wieder ein normales Leben haben möchte eben. Und dann eben hat man es und steht man davor. Man kann alles machen, was man in der Zeit nicht machen konnte. Jetzt könnte ich es machen, aber eigentlich hat es einen Sinn oder will ich das überhaupt? Oder warum tut sie das? Weil man sich denkt, es geht auch um viel Wichtigeres. Bei ihren Freundinnen und Freunden drehte sich alles, ganz altersgemäß, ums Aussehen, das Outfit oder das Fortgehen. Lange Zeit zwischen Leben und Tod gestanden zu sein, das hatte die Teenagerin Sabine verdrängt, aber diese existenzielle Erfahrung hatte sie doch verändert. Die Psychotherapeutin Stefanie Häferle-Hausmann war im St. Anna Kinderspital sowohl auf der Akutstation als auch in der Nachsorge tätig. Dieses zwischen Leben und Tod stehen und sich dessen bewusst werden, ist ja eigentlich kein Thema, das man als Kind und Jugendlicher irgendwie so vor Augen hat normalerweise. Ja. Eigentlich findet da viel früher als der normale Lebensverlauf es mit sich bringt, Auseinandersetzung mit diesem Thema statt. Ja. Und wenn das jetzt also in der guten Phase auch aus guten Gründen eben verdrängt wird und dann wieder auftaucht, dann habe ich das bei manchen einfach schon erlebt in Form von Angsterkrankungen. Auch Carina Schneider wollte nach der Heilung ihres Knochentumors da anschließen, wo sie das normale Leben unterbrochen hatte. Es war währenddessen eben, dass ich mir gedacht habe, okay, du ziehst das jetzt durch und bemühst dich da um eine möglichst positive Einstellung. Das war wichtig in der Zeit, nur nachher ging das nicht mehr weg. Also ich habe eben mir dann nie erlaubt, traurig zu sein oder wütend zu sein, wegen dem, was mir passiert ist. Auf da irgendwie betrübt zu sein oder sowas, freudig, dass du lebst und dass du da stehen kannst. Sie war geheilt, aber es stellte sich kein wirkliches Glücksgefühl ein. Es ist da einiges zusammengekommen, weil auch mein Großvater ist dann in der Zeit verstorben an Lungenkrebs. Langsam ist so eine Fassade ein bisschen abgebröckelt bei mir, wo ich dann für mich einfach auch gemerkt habe, okay, da liegen ganz viele Dinge einfach im Argen, da muss ich dran arbeiten. Oft sind es solch krisenhafte Ereignisse, die die ehemaligen Krebspatientinnen zwingen, sich mit ihrer Vergangenheit zu beschäftigen. Nicht selten erst Jahre später. In der Zeit der akuten Krankheit war die Sorge um das Kind vorherrschend. Fürsorge und Schutz standen im Vordergrund der Eltern-Kind-Beziehung, auch bei jugendlichen Krebspatienten. Ihnen und ihren Eltern fällt es oft schwer, zu einer normalen Beziehung zurückzufinden, weiß die Psychotherapeutin Stefanie Häferle-Hausmann aus der Nachbetreuung. Da ist es manchmal einfach aus dieser Sorge heraus, gerade von Elternseite, dann halt auch manchmal schwierig, auch diese Natürlichkeit der Auseinandersetzung und das, ja, jetzt ist dann gut, wenn du deinen Weg machst. Ja. Aber da braucht es auch wieder ein Stück weit Vertrauen des Jugendlichen in sich selbst. Ich schaffe das auch alleine, da sind manche sehr verunsichert. Und von Elternseite her auch dieses Loslassen und Zutrauen und Fehler machen lassen dürfen. Dieses neue Selbstvertrauen finden Jugendliche zum Beispiel auf den Nachsorgecamps, die von der Kinderkrebshilfe angeboten werden und viele Freizeitaktivitäten umfassen. Stefanie Häferle-Hausmann ist als Psychotherapeutin mit dabei.
wo bei den meisten einfach so schön spürbar ist, ja, da kann ich jetzt einmal rundum so sein, ja, und auch mit meinen Defiziten, die ich vielleicht habe, also gerade wenn man so Auswirkungen wie Konzentrationsschwächen oder solche oder ja, Aufmerksamkeitsschwierigkeiten oder so da sind, die Kinder und Jugendlichen vielleicht versuchen im Alltag irgendwie ja, zu verstecken oder dann doch nicht so sichtbar werden auch, die einfach im Camp eine Selbstverständlichkeit erfahren. Bernd Ahrens ist dabei, die Zeit seiner akuten Krebserkrankung auch mit seiner um 4 Jahre älteren Schwester aufzuarbeiten. Diese Zeit, wo ihr sämtliche Aufmerksamkeit entzogen worden ist, vom einen Tag auf den anderen, es nicht mehr diese Familie als solches gibt, sondern es gab nur noch das Kind, das krank im Spital war. Und das war ich, das war der Bernd. Sie war damals 14, halt mitten in der Pubertät, als junge Dame angehende, die Katastrophe. Die Kinderkrebshilfe bietet auch für die Geschwister von Kindern, die Krebs hatten oder an Krebs gestorben sind, Camps an. Stefanie Heferle-Hausmann. Es ist auch ganz wichtig, dass die Geschwister aus diesem Schatten heraustreten können und einfach da die Aufmerksamkeit bekommen, die sie brauchen. Einfach schon allein, indem es wahrgenommen wird, das war für dich auch hart, das war für dich auch ganz eine schwierige Zeit. Die Arbeit der österreichischen Kinderkrebshilfe fängt da an, wo die Akuttherapie aufhört, sagt die Geschäftsführerin Anita Kienesberger. Denn während sich bei den Therapien sehr viel getan habe, sieht es mit der Rehabilitation und langfristigen Nachsorge nicht gut aus. Das sehe ich auch so und das ist eine schreckliche Situation. Veronika Wohlschlager, die im Gesundheitsministerium die Koordinationsstelle für Kinder- und Jugendgesundheit leitet, bestätigt diese Defizite. Das Problem ist, dass es in Österreich bisher viel zu wenig Kinderrehabilitation gibt und in manchen Bereichen gibt es gar keine, zum Beispiel in der Onkologie. Dazu kommt, dass unter der lebensbedrohlichen Erkrankung eines Kindes die ganze Familie leidet. Die Belastungen dieser Zeit hinterlassen bei den Angehörigen oft psychische oder körperliche Spuren, um die man sich aber in der Akutphase nicht kümmern konnte. Eine familienorientierte Rehabilitation wäre daher dringend anzuraten. In Österreich gibt es diese aber nicht. Da es um keine rein medizinische Reha und nicht nur um den Patienten geht, kommt es zu Kompetenz- und Finanzierungsunklarheiten, erklärt Veronika Wohlschlager vom Gesundheitsministerium. Doch es gibt auch Fortschritte. Eine onkologische Kinderreha-Klinik soll gebaut werden. Es stehe aber noch nicht fest, wo. Es hat letztes Jahr mehrere Bedarfsprüfungen gegeben an verschiedenen Standorten. Im Moment läuft eine Bedarfsprüfung in einem Bundesland, aber die ist noch nicht abgeschlossen, da kann ich noch nicht mehr dazu sagen. Österreich ist ganz brillant in diesen Verzögerungsgeschichten, konstatiert Anita Kienesberger, Geschäftsführerin der österreichischen Kinderkrebshilfe. Es sei auch gar nicht sicher, ob die geplante Reha-Klinik familienorientiert sein wird. Obwohl diese Notwendigkeit bereits 2004 im Kindergesundheitsplan des Ministeriums festgehalten wurde. Inzwischen ist mit Alois Stöger der 3. Minister im Amt, der eine Verwirklichung verspricht. Noch wird über den Standort diskutiert. Er muss in der Nähe eines Akutspitals sein. Und am besten wäre es eine Kinderonkologie in der Nähe. Aus meiner Sicht ist das nicht notwendig, nein? Anita Kienesberger verweist auf Erfahrungen in Deutschland. Die Reha-Kliniken sind irgendwo im Schwarzwald, wo überhaupt keine Onkologie in der Nähe ist, weil dort sind Fachärztinnen und Ärzte, die dieses Fach beherrschen. Und wenn etwas ist, dann kommt akut kommt die Rettung, aber prinzipiell ist das nicht notwendig. Diese Kliniken im Nachbarland existieren seit fast 30 Jahren. Sie bieten erfreulicherweise auch österreichischen Familien Reha-Plätze an. An die 70% der ehemaligen Kinderkrebspatientinnen und Patienten in Deutschland nehmen Reha in Anspruch, aber nur 20% der österreichischen. Kein Wunder, wird doch der Aufenthalt von der österreichischen Krankenversicherung im Gegensatz zur deutschen nicht oder nur in Ausnahmefällen bezahlt. Hier sollte man rasch Abhilfe schaffen, meint die Leiterin der Kinderkrebshilfe Anita Kienesberger. Das wäre eine gute Zwischenlösung, aber das ist auch nicht. Und das ist wirklich zu kritisieren. Weil wenn ich jetzt in Österreich schon so weit bin, dass ich weiß, ich brauche Reha und aus welchen Gründen, und da sind wir uns seit 10 Jahren darüber einig, dann ist eigentlich fahrlässig auch zu sagen, ich bezahle nicht für diese Gesamtfamilie diesen Reha-Aufenthalt. Die Kinderkrebshilfe könne mit ihren Angeboten wie den Nachsorgecamps oder auch der Berufsberatung, alles spendenfinanziert, nur einen kleinen Teil des Bedarfs abdecken, sagt Anita Kienesberger.
Kommt es im Erwachsenenalter zu Problemen, wissen die ehemaligen Kinderkrebspatienten nicht, wohin sie sich wenden sollen. Und dann letztendlich wieder auf die Kinderspitäler zurückkommen, weil sich niemand damit auskennt. Bis zu 10 Jahre nach Therapieende können die Patienten die Nachsorgeambulanzen an den onkologischen Kinderspitälern in Anspruch nehmen. Doch da es immer mehr Langzeitüberlebende gibt, ist es notwendig geworden, dass man auch darüber hinaus Betreuung und Beratung anbietet. Immerhin leiden 2/3 der sogenannten Survivors an gewissen Spätfolgen, 1/4 sogar an gravierenden. Dazu gehören etwa Herzinsuffizienz, die Ausbildung eines Zweittumors oder auch Sterilität. Eva Frey, als Kinderonkologin in der Nachsorge am St. Anna Kinderspital tätig, hat für Langzeitüberlebende die sogenannte Erwachsenensprechstunde eingerichtet. Wir haben 2 junge Frauen zum Beispiel jetzt gerade, die depressive Symptome haben. Eine Frau zu dem Zeitpunkt, wo ihr Kind jetzt so alt ist, wie sie damals war, als sie Krebs hatte. Eher eine Angstsymptomatik, weil sie auf dieses Kind besonders aufpasst, weil sie nichts übersehen möchte, aber merkt, dass das für die Entwicklung des Kindes ja jetzt nicht gut ist. Es kämen auch Erwachsene zur Beratung, die sich an die Zeit ihrer Krebserkrankung nicht erinnern können, weil sie noch sehr klein waren, sagt Eva Frey. Jetzt würde es mich schon einmal genau interessieren. Was habe ich denn damals gehabt, wie ich da 2 Jahre alt war? Wie hat denn die Behandlung ausgeschaut und warum ist das für meine Eltern noch immer so eine dramatische Geschichte? Als kleine Kinder haben sie diese Zeit anders als ihre Eltern erlebt. Sie haben zu diesem Zeitpunkt oft die Tragweite, dass es eine lebensbedrohliche Erkrankung ist. Das begreifen sie noch nicht. In der Erwachsenensprechstunde werden zwar keine Untersuchungen durchgeführt, die Patienten können sich aber beraten lassen, welche Untersuchungen sie wo machen sollen. Nachsorge ist Vorsorge, betont Eva Frey. Eine unserer Hauptaugenmerke ist bei den thoraxbestrahlten Frauen. Frauen, die in der Adoleszenz oder im Kindesalter irgendwo im Brustkorbbereich bestrahlt wurden, die haben ein sehr hohes Risiko für ein Mammakarzinom. Dass wir diese Frauen lückenlos beraten, rechtzeitig zur Vorsorge zu gehen, weil auch hier ist die Früherkennung das Um und Auf. Gerade weil man weiß, dass viele Überlebende von Kinderkrebs die Krankheit und deren Folgen verdrängen, gilt es, zusätzliche äußere Hürden abzubauen und die Angebote möglichst leicht zugänglich zu gestalten. Bernd Ahrens hat sich erst mit über 30 aufgrund einer familiären Krise mit seiner Krebserkrankung beschäftigt. Er meint auf die Frage, was er gebraucht hätte. Jemand, der aktiv auf mich zugeht, ja, mich telefonisch kontaktiert, sagt, lieber Bernd, jetzt bist du 10 Jahre lang im St. Anna Kinderspital in Nachsorge gewesen. Jetzt sind wir für dich verantwortlich. Und ist das okay? Wir werden dich einmal im Jahr kontaktieren. Dann sagen wir, das und das wäre zu machen. Das wäre etwas Gutes für dich. Von der Erwachsenensprechstunde wusste Bernd Ahrens nichts. Dieses Angebot ist noch relativ neu, viel zu wenig bekannt und im Vergleich zu anderen Ländern eine Minimalvariante, schildert Anita Kienesberger am Beispiel Holland. Mit 18 Jahren werden diese Patientinnen und Patienten automatisch an die Nachsorgeambulanz übergeben. Eine ganz bewusste Übergabe. Und da ist diese Person und die übernimmt mich. Die ist nicht Kinderärztin, die ist Endokrinologin. Die zieht dann Spezialistinnen und Spezialisten bei, die der oder die Patienten brauchen. Das ist eine Vollzeitstelle und mit Personal rundherum. Das ist ein Bewusstsein, das wir hier so nicht haben. Das sieht auch die ehemalige Kinderkrebspatientin Sabine Karner so, die bei den Survivors der österreichischen Kinderkrebshilfe arbeitet und in internationalen Gremien tätig ist. Das ist dann irgendwie auch spannend zu sehen, dass in England zum Beispiel, auch in Holland, dass da vieles auch schon ein Standard ist in der Versorgung für die Betroffenen auch. Ja, dass da jetzt gar nicht viele Handlungen gesetzt werden müssen, damit das und das finanziert werden soll. Dass man halt sieht, man, das wäre schön, wenn das in Österreich auch so ist und nicht mal hinterfragt wird, ja, sondern dass das so eine Selbstverständlichkeit auch ist. So ein Langzeitnachsorgemodell wurde bereits 2006 von internationalen Krebsexperten in der sogenannten ERICE-Deklaration empfohlen. In Österreich ist nichts derartiges in Aussicht. Man verspreche sich aber viel von ELGA, der elektronischen Gesundheitsakte, die ab 2018 umgesetzt sein soll, wie der Pressesprecher von Gesundheitsminister Alois Stöger auf Anfrage erklärt. Durch ELGA könnten die Daten unter den Ärzten problemlos ausgetauscht werden und beim Hausarzt zusammenlaufen.
Bleibt offen, ob sich der Hausarzt mit den Folgen genau dieser Krebsart gut auskennt und Zeit findet, alles zu koordinieren. In Sachen Bewusstseinsbildung für die Nachsorge gibt es für die österreichische Kinderkrebshilfe also noch viel zu tun. Anita Kienesberger verweist aber auch auf große Fortschritte, etwa, dass sich die Überlebenden selbst organisiert haben. Vor 10 Jahren sind die Survivors das erste Mal an die Öffentlichkeit gegangen und haben sich als Gruppe formiert innerhalb der Kinderkrebshilfe, die mittlerweile in diesen 10 Jahren wirklich zu einem ganz fixen Bestandteil geworden sind und insofern auch sehr wichtig sind, weil vorher hat man immer über die Patienten gesprochen. Und jetzt sprechen die Patienten und ehemaligen Patientinnen und Patienten einfach selber. Bei mir war es eben so, ich bin darauf aufmerksam geworden, wie bei Thema ein Beitrag über die Survivors eben im Fernsehen war. Survivors haben sich gegründet, ehemalige Krebspatienten, die im Kindes- und Jugendalter an Krebs erkrankt sind. Und ich bin da gesessen und nur, aha, das bin ich ja auch. Aber damals, 5 Jahre nach Heilung ihres Knochentumors, war Sabine Karner noch nicht bereit für einen Austausch mit anderen Betroffenen, wollte mit dem Krebs nichts mehr zu tun haben. Das änderte sich, als sie sich das Bein brach, das durch den Knochentumor geschwächt war. Genau in dem Bein ist der Knochen gebrochen durch einen Sturz, ja. Und zum Glück aber die Endoprothese ist in Ordnung gewesen, aber dadurch, dass er halt wieder ins Krankenhaus musste, operieren musste, wieder immobil war und wieder einfach auch mit Krücken gehen musste, war das irgendwie so ein bisschen ein Zurückfallen in diese Abhängigkeitsverhältnis auch von anderen, dass man nicht selbstständig hat sein können. Da, glaube ich, war bei mir so dieser Einbruch oder dieser Aha-Effekt. Ich kann die Zeit doch nicht vergessen oder verdrängen. Ja. Sie schloss sich den Survivors an. Im Nachhinein, dadurch, dass ich jetzt schon 7 Jahre fast da dabei bin, habe ich einfach so das Gefühl, dass dieses Survivors-Sein auch so eine zusätzliche Identität ist. Ja, das ist so ein Teil von meinem Leben auch. Der Begriff Survivor sagt es ja so schön, überlebt zu haben und jetzt zu leben und darauf den Schwerpunkt zu setzen. In der Akutphase, da ist das in Frage gestellt. Und jetzt, ich habe es überlebt. Diesen Schritt zu wagen, das von mir zu sagen, das ist ein großer Schritt und Selbststärkung. Die Survivors führen Stammtische durch, an denen sie sich untereinander austauschen. Das allein bringt schon sehr viel. Mit der Zeit kam der Wunsch auf, auch jetzige Kinderkrebspatienten von ihrer Erfahrung profitieren zu lassen. 2005 wurde die Krankenhausbetreuung durch Survivors initiiert. Mittlerweile ist sie fixer Bestandteil an den kinderonkologischen Stationen in Wien, Innsbruck, Graz und Linz. Die notwendige Professionalität erlangen sie in einem Trainingslehrgang. Carina Schneider ist Survivorin und hat den Lehrgang absolviert. Sie kommt regelmäßig zu den Kindern und Jugendlichen ins St. Anna Kinderspital. Weil man einfach mal sagen kann, ich weiß echt, ich kann das gerade voll nachvollziehen, wie es dir geht, da, wo dir da gerade die Chemo reinringt oder was auch immer. Also erstens das und zweitens, die können ein bisschen umdusudern, wenn es ihnen einfach gerade so geht und brauchen da keine Bedenken haben, weil sie davon ausgehen können, dass uns genauso gegangen ist. Dass es uns manchmal einfach beim Hals rausgeklemmt ist. Der 16-jährige Sona Saikin, der an Lymphdrüsenkrebs leidet, freut sich immer über den Besuch der Survivors. Ich kann mit ihnen reden, sie erzählen mir, was sie durchmacht haben. Ich erzähle, was ich gerade durchmache. Und es ist einfach schön zu sehen, dass sie das geschafft haben. Und nach 20 Jahren noch immer alles passt und dass sie nicht rückfällig geworden sind. Das Gespräch mit den Survivors hat auch seiner Mutter Sibel Saikin viel gebracht. Ich habe immer geglaubt, er ist krank und das bleibt sein Leben so. Er muss zu Hause bleiben, er darf nichts mehr unternehmen, er kann nichts mehr machen. So, und die Survivors reden. Aha, denkst du dir, aha, schon. Die finden ihren Job weiter, die gründen Familien, haben Kinder. Und so lernst du dann alles. Und da war mit einem Zimmer bei einem relativ kleinen Mädchen noch und wir haben dann halt sehr viel mit der Mutter auch gesprochen. Beziehungsweise sie mit uns eigentlich und sie hat uns auch sehr, sehr viel gefragt und sie hat sich so 100-mal bedankt und sie ist jetzt gerade so glücklich, weil sie einfach sieht, dass das gut werden kann. Und das war, glaube ich, für mich so der bewegendste Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, das soll ankommen. Das medizinische und das Pflegepersonal seien die Spezialisten für die Behandlung von Krebs, die Survivors aber für den Umgang damit, sagt der leitende Arzt der kinderonkologischen Station im St. Anna Krankenhaus, Michael Dworschak. Und das macht mich dann jeweils immer wieder stolz, weil man sozusagen einen ehemaligen Patienten dann in einer Situation dann wiederfindet, wo er weiterhilft, auch seinem ehemaligen Arzt.
zum Wohle der nächsten Patientengeneration. Ob Sona Saikin wieder als Bauspengler arbeiten kann, weiß er noch nicht so genau. Erstmal muss er. Aber etwas steht für den 16-Jährigen schon fest. Ich tät da auch gerne mitmachen, weil das ja war, wenn ich das alles hinter mir habe. Ja, ganz bestimmt. Sie hörten einen Bericht von Isabel Engels. Im morgigen Europajournal gibt es unter anderem ein Interview mit